Heute stelle ich euch die Pflanzenzelle vor. Die Zellwand formt und schützt die Zelle. Außerdem ist sie für den Austausch von Stoffen verantwortlich. Die Zellmembran ist sehr dünn und sehr beweglich. Sie besteht hauptsächlich aus Lipiden und Proteinen. Ein Phospholipid besteht aus einem hydrophilen Kopf und zwei hydrophoben Schwänzchen. Zwischen auf und in der Phospholipid-Doppelschicht befinden sich Proteine. Sie sind für den Stofftransport und die Verbindung mit anderen Zellen verantwortlich. Der einzige Unterschied zwischen Glykolipiden und Glykoproteinen ist, dass Glykolipide an Lipiden und Glykoproteine an Proteinen haften. Sie sind die Antennen der Zelle. Das Zytoskelett ist aus Proteinen aufgebautes Netzwerk in der eukaryotischen Zelle, das die Form der Zelle definiert. Nebenbei sorgt das Zytoskelett auch für den Vesikeltransport innerhalb der Zelle. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Der Zellkern ist das größte Organell. Er gibt die Befehle und beinhaltet die DNA. In Pflanzenzelle findet man Vakuole. Das sind mit einer Membran abgegrenzte Organellen, die Reservestoffe, Farbstoffe und Abfälle enthalten. Chloroplasten kommen nur in Pflanzenzellen vor. Sie stellen aus Wasser und Kohlendioxid Zucker und Sauerstoffe her. Dieser Vorgang nennt man Photosynthese. Vesikel sind kleine Bläschen, die für den Transport und Speicherung der Stoffe zuständig sind. Das raue endoplasmatische Retikulum erstellt Moleküle für den Membran her. Das glatte ER dient zum Auf- und Abbau der Fettsäure und Phospholipide. Die Aufgabe des Golgi-Apparates ist, Stoffe zu speichern und es zu verschicken. Ribosomen sind kleine, aus Proteinen bestehende Partikel. Sie produzieren auf Anweisung der Zellkern verschiedenartige Proteine, die DNA enthalten.